Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Ja, deine geliebte Samtpfote versteckt sich unter dem Sofa und du fragst dich, was ist da los, warum tut sie das? Da möchte ich sehr gerne hier drüber reden, um dir ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben. Also, meistens verstecken sich Katzen, wenn sie ängstlich sind. Es kann zum Beispiel sein, im Falle eines Gewitters oder an Silvester ist es ganz normal, dass sich Katzen verstecken, weil sie diese lauten Geräusche einfach nicht mögen von den Böllern. Dann verstecken sie sich häufig unter dem Sofa und im besten Fall kommen sie dann auch wieder heraus, wenn die Lärmquelle langsam leiser wird. Wenn dich deine Katze allerdings länger, als wenn so solch durch erhöhte Lautstärke passiert, unter dem Sofa versteckt, dann kann es auch leider sein, dass sie zum Beispiel krank ist. Dann solltest du sie fangen, zu versuchen zu fangen und zum Tierarzt zu bringen. Denn es ist natürlich kein normales Verhalten, wenn sie sich jetzt zum Beispiel eine sehr lange Zeit unter dem Sofa versteckt, dann könnte es sein, dass ihr es nicht gut geht oder so. Und dann solltest du natürlich zum Tierarzt mit ihr fahren. Denn wenn sie längere Zeit nichts frisst, nicht trinkt oder so, dann ist leider die Chance sehr hoch, dass es ihr nicht gut geht. Aber du kannst natürlich zum Tierarzt fahren und ja, alles vielleicht wieder gut machen. Also meistens ist Lärm die Ursache, warum sie sich unten verstecken. Kann aber auch weitere Ursachen haben. Ich hoffe, meine Tipps konnten dir weiterhelfen. Alles Gute, ciao.